sehe die ganzen Aufgaben, die vor uns stehen, sehe ich darin, klar zu machen, dass mit unserer Rationalität wir diese Probleme nicht lösen können, sondern einfach verschärfen, weil die Rationalität ist an das Unbelebte eigentlich angepasst. Das ist eine lineare Art zu denken. Denken auf unsere Art ist eigentlich eine Art von Handeln. Wenn ich etwas gedacht habe, kann ich es hinterher auch in eine Handlung übersetzen. Und das will ich nicht schlecht machen. Das ist unsere Kultur und ist auch wichtig, dass wir sowas machen können. Aber wenn wir eine Orientierung wollen, ist es nicht eigentlich geeignet. In der Physik nennt man das, dass man in den reziproken Raum geht. Wir können es nicht in unserem Raum beschreiben, in dieser Sprache drei Dimensionen, sondern einen reziproken Raum, wo die Verbindung am Anfang steht und nicht sozusagen der Punkt. Ja? Das ist eine Sprache, die man nehmen kann, aber die irgendwie reziprok ist. Also wenn die eine genau ist, wird die andere ungenau. Reziprok, das ist so ungefähr, wenn man eine Zahl nimmt, 2, ja, und wenn ich das Reziproke, das Inverse nehme, ist es 1/2. Je größer die eine Zahl ist, umso kleiner wird die andere, ja. Das heißt also, diese andere Verbindung, die wir haben, können wir nur erleben, wenn wir sozusagen diese faktische Welt hinter uns lassen. Und deshalb haben wir auch eine andere Erfahrungsart und die ist dann auch in der Weltkultur überall eigentlich da. Wir nennen es dann manchmal die primitiven Kulturen, die so viel sensibler sind für diese anderen Sachen. Und wir haben den Eindruck, wir müssen den primitiven Kulturen zeigen, was die eigentliche Kultur ist und das ist diejenige, die also von der getrennten Welt anfängt, die versucht immer mehr was gemeinsam zu machen und zu sagen, wir fangen mit der Gemeinschaft an, die sich immer mehr differenziert und individualisiert, ohne dass die Individualisierung zu einer Trennung führt. Das ist das Wichtigste. Es ist wie eine Subjekt-Objekt-Trennung, die ich brauche für die Beschreibung, aber wenn ich es durchschneide, das Subjekt vom Objekt abtrenne, und das machen wir in der Wissenschaft, objektiv ist nur, wo ich mein Gefühl da keine Rolle spielt. Der Arzt spielt keine Rolle bei einem Patienten. Er muss als Wissenschaftler, muss er sagen, ich muss mich ganz zurückziehen, wenn ich objektiv beschreiben will. Er macht aus dem Objekt, schneidet er es ab vom Subjekt, aus dem Objekt wird das Ding, ja, aus dem Ding, lateinisch rechts, wird die Realität. Anstatt, dass ich die Wirklichkeit als das sehe, was ich bin, bin ich in einer Realität und wundere mich, dass das Lebendige nicht mehr da ist. So.